Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3 Wildhunt. So, wir hauen mal ab hier. Oh, wir sind überladen. Entschuldigung, läuft der nicht? Wieso sind wir überladen? Ist Y. Alles, was Geld bringt, behalten wir natürlich. Das kann halt auch weg. Okay, das heißt für uns, wir müssen einen Händler finden. Zweiten wir da ein. Nehmen wir doch da erstmal hin. Ja. Was wollt ihr denn? Ja. Das ist das, was ich geschmissen habe. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zum Händler. Hey, Grauschau, ich biete dir das Geschäft deines Lebens. Okay. Was bietest du mir? Na schön, was hast du anzubieten? Magisches Zubehör, alchemistische Zutaten, Tränke und vieles mehr. Interessant, du siehst aber nicht wie ein Magier aus. Stimmt, weil ich keiner bin. Ich sorge dafür, dass die Habseligkeiten der armen Seelen, die auf dem Scheiterhaufen verbrennen, in die richtigen Hände gelangen. Gut, was hast du anzubieten? Nur Raritäten zu einem unschlagbaren Preis. Verdammt, du hast mich hier nicht gesehen. Der Halbling, was wollte er? Und warum ist er abgehauen, als er uns kommen sah? Er hat seine Suppe auf dem Ofen vergessen. Ich hätte Lust, dich selbst auf den Ofen zu setzen, Klugscheißer. Ich werde dich im Auge behalten. Gehen wir. Okay. Okay. Abgeschlossen, verdammt. Also jetzt benimm dich. Okay. Dann meditieren wir. Ein gutes Gebräu. Der Halbling hat nicht gelogen. Der Duft wird weit reichen. Ja, aber jetzt nicht. Immer noch abgeschlossen? Wieso denn? Wo soll ich dem Halbling folgen? Hexer! Knappe! Ich hatte hey, Grauschau! Einen einzigen Hut.
Okay, du Vogel. Und du bist ein feiner Kerl, weil du mich nicht verpfiffen hast. Dafür werde ich dir einen Rabatt geben, Kumpel. Und? Wollen wir ins Geschäft kommen? Ja, klar. Ja, gerne. Ja, aber diesmal hoffentlich ohne Unterbrechung. Hey. Moment. Ich nehme mal das mit Optimumata. Ich weiß zwar nicht wofür. Ja, komm. Wie viel hat er jetzt? Nein, Handel. Warte. Kann ich ihn doch. Oh, die waren besser. Egal. Hauptsache ich. Ich kann nur einen einzigen Kuchen. Gut. Dann kommen wir jetzt um was anderes kommen. Und zwar treffen wir uns mit Dick. Also die Wegfindung ist manchmal hier auch eierig, oder? Ich hab viel zu tun. Keine Zeit. Was suchst du hier? Schwertbringer. Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen. Nicht? Ja, hab ich. In meiner Jugend. So. Ah. Run, Baby, run. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen.
Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid. Ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Hexer Geralt? Da hoch, der Boss wartet schon. Ja, danke. Boss wartet schon. So. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Friedangs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross? Du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber... In meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Nein, ich habe keinen. Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Niemand. Ja, das ist Elend. Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es. Bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Okay. Nicht viel gucken, hier sind Frauen. Da oben. Ich glaube, ich habe mich gepisst. Ihhh. Ihhh, hat Pipi gemacht. Okay. Ich
wollte mal aber mal irgendetwas gucken. Hat man nicht noch. So, muss ich mit irgendjemandem treffen? Ja, das müssen wir auch nochmal. Sprich, mit dem Hexenjäger von Philippas Versteck. Ja, hier Roche. Bernhard Roches Stimmung verschlechterte sich nach Geralds Unterhaltung mit Radovid im Schachclub erheblich. Doch er verlor keine Worte darüber, sondern bat den Hexer zu einer Unterredung in seinem Versteck bei Ochsenfahrt zu kommen. Das ist ja den, den wir da gerade getroffen haben, ne? Ich würde gerne das erstmal mal. Ich habe das Gefühl, dass wir das sonst nicht mehr machen. Das ist unschuldgemacht wie in einem Manuskript. Machen wir das erstmal sehen, was es da hoch zu tun gibt. Das war doch der, ne? Das beste Angebot, weit und breit. Ja, ja. Zum Preis von zwei, oder? Keine Zeit. Also wirklich, Arme und mit all diese Hexenjäger. Man stelle sich das vor. Und Verschämtheit. So. Degeneration. Diejenigen, die tugendhaft waren, wird das Feuer wärmen. Sofort. Okay, dann können wir ja dahin reisen. Diejenigen, die sündig waren, in das Feuer. Schnellreise. Hier rüber. Da ist auch noch eine Quest. Ja, wir haben viel, viel zu tun. Ach, F5 kann ich... Ja, gut, dass ihr mir das sagt. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad... Machen wir das doch mal. Jetzt kann ich mal Spiele speichern. Vielen Dank auch. Wir können nicht die Pocken kriegen, oder? Schwerter bereit und links 2. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Wüsima ein Bordell auf. So. Ein echtes mit Geralt von Riva. Gesund und munter. Mhm. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur 2. Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden 5. Dörfler hängen.
Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Okay. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung. Habt ihr echt Könige ermordet? Du? Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Zum Teufel mit den Schwanz. Wo ist das? Da. Dann machen wir Schnellreise hin. Ich muss direkt an. Nein, wir machen jetzt das. Lass dich nicht ablenken. Galgenhügel. So. Huch. Ich war schon überlegt, soll ich den Ausrufezeichen noch mitnehmen da? Nein, mach eine Mission. Ich habe jetzt auch nur die Mission jetzt schnell gemacht, weil ich nicht weiß, ob wir sie sonst hinterher machen können. Da bin ich. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichen ran. Da drüben bleiben. Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Idiotin. Geralt, wir müssen helfen. Komm mit. Gut, gut. Kein Ausdauer mehr. Ein alter Mann. Was? Aua. Juvian Igloi. Ist sie jetzt? Da.
Beata! Na. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Gut. Ach, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja. Okay. Haben wir jetzt ein bisschen Looten? Da gibt's hier nichts mehr zu. Ach, jetzt ist mal was. So. Er ist nicht fortgegangen. Au. Wann kommt Mama nach Hause? Ich sehe voll lauter. Nein, nicht. Ach doch. Aber das war der Beutel, den ich nicht wollte. Junge, du hast dich krank an. Gut. Spaltbolzen? Magischer Gegensatz. Warum haben die immer das Gleiche? Ist ja langweilig. Sieht nach Regen aus. Ja, es regnet schon, Geralt. Okay, haben wir genug gelootet? Dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, beende ich den Part. Guck mal in den Inventar, was wir für Müll eingesammelt haben. Ja, Müll. 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 Müll.
Plus 6. Plus 1. Fäustlinge. Hier haben wir Müll. Müll zum Verkaufen haben wir aufgesammelt. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.